Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neues Reaction-Video von Shoki Banoki. Wir schauen uns. Ja, mach nochmal. Zip, genau. Ja, Daniel ist da und Sashi ist da und wir schauen uns heute ein Video von Julian Bam an. Aber das natürlich erst nach dem Intro. Wie immer. Ja. Shoki Banoki Reaction, schonungslos. Wir haben heute das Video von Julian Bam. Julian Bam entwickelt sich zu Julian Gaines. Julian Gaines. Ah, ja, ja, ja. So wie Marvin Gaye, oder? Marvin Gaye. Ich weiß gerade nicht, was Gaine bedeutet. Ja, ein Gay, zwei Gaines, doch klar. Achso, ja, genau. Ich bin gerade nicht so englisch auf der Höhe. Egal. Wir gucken uns mal an, was er dazu sagen hat. Und dann sehen wir mal weiter. Schauen wir mal. Ja. Willkommen, Leute. Heute ist die Einweihung des Fitnesscenters. Oh, Fitnesscenter. Fitnesscenter, genau. Fitnesscenter. Ach so, Fitnesscenter wäre natürlich auch ein Knaller gewesen. Ja, naja. Aber vielleicht meint er auch das Getränk. Damit. Geile Werbung, oder? Clemens, ja. Props an Clemens. Er hat sehr viel gebaut. Den ganzen Boden quasi alleine in Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich mal bei Clemens ist, hier ist ein Foto. Werden wir mal gucken, ob es auch stabil genug gebaut wurde. Erstes Training, Leute! Wir haben sogar Handtücher hier, Wäschekorb. Ist ja zugemalt. Ju hat nur bis jetzt ein bisschen besseres Ju, ne? Ja, ja. Noch nicht wisst. Unglaublich. Ju hat nur sehr wenig mit Gewichten trainiert bis jetzt. Das heißt, verzeiht ihm, wenn er nicht perfekte Form hat. Gar keine Form bei mir. Okay. Untergriff. Eins. Da fällt mir ja gerade was ein, ne? Ich war ja mit dir im Fitnessstudio, kannst du dich daran erinnern? Ja. Ja. Und da war der Trainer, wir haben ein Probetraining gehabt, weißt du noch? Ja, ja. Ja. Und da hat der Trainer gefragt, Jungs, was habt ihr denn so vor, wo ist denn das Ziel und sowas? Und sagst du, aufbauen von Masse. Ja, was sonst? Hab ich auch geschafft, oder? Ja, ja, aufbauen von Masse hast du geschafft, genau. Ach, geil, ja, egal. Ja, weiter geht's mit Julian Bam. Das war alles? Ja. Prost. So. Drei gemacht. Fünf Liegestütze. Ja. Fünf? Okay. Das war's. Hey. Tschüss. Riecht übertriebenst nach Gummi hier. Auch an alle Leute, die Handgelenkschmerzen haben. Super Übung. Andersrum. Gar nicht so einfach sogar. Gar nicht so einfach. Die Leute, die einen Wind zugefischelt hätten. Way better. Das heißt nicht way better. Mach einfach. Untergriff. Hä? Untergriff eng, genau. Eins. Ging? Ach so. Okay. Eins. Dann einmal ausziehen. Also nicht dich, sondern nur den Weightbelt. Einfach halten. Ist ja witzig. Ja. Easy, oder? Easy, ja. Hier du noch ein Handgelenk. Aber finde ich, ne, du gehst ja ein bisschen rein in die Wand. Ja. Eine minütige Pause. Eins. Hier kann man Schulterdrücken machen. Die Stange rausheben. Ich wechsle immer gerne auch zwischen ein, zwei Monaten lang Schulterdrücken und dann manchmal wieder ein paar Wochen Handstand-Push-Ups. Ich finde, das ergänzt sich ganz gut. Und wenn man bei Handstand-Push-Ups nicht weiterkommt, kann man Schulterdrücken machen. Hast du schon mal Handstand-Push-Ups gemacht? Bedeutet, du gehst in den Handstand, also wahrscheinlich an der Wand, du musst ja, also entweder machst du es frei oder dann halt, oder an der Wand. Ich dachte jetzt und eigentlich, man müsste einen Push-Up im Handstand einhändig aufmachen. Einhändig? Ja, ein Push-Up. Weißt du, was ein Push-Up ist? Naja, halt hochdrücken. Nee, diese BHs gibt es. Ach so. Die Push-Up-Übung ist den Push-Up-BH einhändig im Handstand, im einhändigen Handstand, mit der anderen Hand quasi den Push-Up zu öffnen. Ja. Das geht allerdings nur, wenn die Frau liegt oder wenn sie ziemlich klein ist. Kriege ich gerade Anfälle hier. Ja, also ich Bin ich von der Katze gesprungen? Ja, ich kenne eine Allergie, aber Ja, wir gucken mal weiter. Wenn man weiterkommt, kann man Handstand-Push-Ups machen. Was ist eigentlich für eine Qualität hier? Ja, also ich frage, warum die Qualität viel so krass ist gerade. Dass Tom gerade die Kamera macht. Tom, sag mal hallo. Hi. Erster Arbeitssatz. So, der hallo. Sollte hallo sagen. Hi. Klimmzüge, Untergriff mit 15 Kilo, mindestens 3. Alter, das ist schon... Hast du noch schön aushängen. 15 noch Kilo, mindestens 3. So, dann noch schwerer. Ja. Ja. Schon und schwer. 1, 2, weiter. 3, okay, mach 4. Auf jeden Fall 4. 4. Aushängen. Boom. Dass du vor einem Jahr 0 konntest. Ich konnte 0. Du warst so. Na,
Hallöchen. Oder Planche. Also wenn er ein Jahr lang trainiert und vor einem Jahr gar nichts konnte und jetzt vier, dann hat er in dem Jahr nicht viel trainiert. Ja, da war er nicht zu eifrig. Nee. Naja, ich sag ja nichts, komm. Deswegen Planche. Ja, Planche. Entweder Planche, ihr könnt auch Planche sagen. Planche. Sagt einfach Planche. Das heißt ja Planche. So, und jetzt Rücken gerade machen. Und halten. 3, 2, okay, ist okay. Immer auf 10 Sekunden auffüllen. 1, 2, 3. Krieg ich keine einzige. Okay, droppen das Gewicht. Also Topset, weil es 15 Kilo. Ein Topset? Das Gute von BMF, ja. Jetzt kommt ein Backoff-Set mit 7,5 Kilo. Dafür 2 Wiederholungen mehr. Das klingt alles enorm cool einfach. Oder umgedrehtes Pyramidentraining. Wir wärmen uns auf und starten mit dem anstrengendsten Satz. Und so 4 bis 6 Wiederholungen. Und dann gehen wir 10% vom Gewicht jetzt runter und machen 2 Wiederholungen mehr. Er hat sich da in seinem Haus, hat er sich da ein Fitnessstudio da aufgebaut, ja, das vom Allerfeinsten ist hier mit dem ganzen Gewicht und so ein Kram. Ja. Das ist natürlich, so fängt man natürlich an. Ja, ja, klar. Ist ja klar, ne? Wenn ich das machen würde, ich fange immer super billig an, weil wenn ich nach 2 Monaten keinen Bock mehr habe, was in der Regel oder nach einem Tag, dann ist es nicht so schlimm, wenn es wieder wegkommt, ja. Ja. Ah, ja. Zwei Wiederholungen mehr. Aber ich glaube, der hat einen längeren Plan. Sogar, ich brauche direkt 8 davon. 6 Reps. Reps, das sind doch diese Teigrollen. Ja, oder? Eigentlich schon. 2, 5 und 9. 6. Boah, boom. Kommt noch einer. Okay. Kurz überlegt. 15, 9, 1, okay. Nicht mal. Da hinten die Putzfrau, siehst du die? Pass auf. Nicht mal. Warte mal, ich will sie noch mal sehen, die Putzfrau. Pass auf. Da hinten die Putzfrau. Nicht mal. Nicht mal. Die schwarzarbeitende russische Putzfrau. Ja, das ist der Tom, lieber. Das hat Mittelfinger gezeigt. Ja, alles schon. Warum liegt da eigentlich ein verdrecktes Taschentuch? Jetzt geht's los mit dem Gewicht und ich bin dann weg. Und somit sind wir mit Singapore Airlines in Kontakt getreten. Schulterdrücken. Einmal aufwärmen. Okay. Er ist dann weg, hat er gesagt. Und dann so zurück. Singapore Airlines weggeflogen. Verstehst du? Schieben. Hier ist nochmal Ellbogen knacken ein bisschen bei der Übung. Starten wir schon mal bei Liegestützen bei dir. Einfach langsam ausführen. Also wir fangen jetzt mit 30 Kilo an, machen wir 10 Wiederholungen, schön langsam und zeigt den Leuten, wie eine gute Form aussieht. Und zurück, langsam zurück. Gerade! War so mittel, so eine 3 würde ich dir geben. Okay? Ich würde 5 geben. Das Einzige, was du machst, ist Brust raus und Schulter nach hinten. Okay, war besser. Rücken war immer noch was durchgebogen. Es kommt jetzt mit der Zeit. So, Tom ist dran. Ja. Ich mach jetzt Kamera. Genau. So stehen, so? Genau. Ja, genau. Ab. Ja, komm ich nicht. Scheiß Fick. Alter. Da ist die Putzfrau wieder. Scheiß Fick. Mach bitte deinen Tanktop unter deinen Tanga. Unter meinen Tanga? Ja, aber wir wissen ja, dass du Tanga tragen. Ja. Ladies. Warte. Geil. Jim Julian kennt nur Gewicht. So, Jim Julian. Bitte Übung, Lower Squats, so krass breit hinstellen, so. Du hast 2 verschiedene Socken an. Oh mein Gott! Wer trainiert denn heutzutage Bein? Mehr Bein? Wie 2 verschiedene Socken, das war ganz normal, pass auf hier. Alter Schwede. Und jetzt, du wunderst dich überhaupt nicht, weil zu Hause hast du noch so ein paar, oder was? Ich bin so ein Julian Bam-Fan, da muss ich einfach das übernehmen, verstehst du? Ja. Komm mal wieder ins Bild hier. Warte. Ja, also, so. Ja, los geht's. Training, höhere Flips. Oh. Damit hat er nicht. Oh! Obwohl, direkt nach 40, mach mal die Grüne dran. Grün, die Farbe der Hoffnung. Wir hoffen mal, dass du das Training überlebst. Leben überstehst. Und ja, nächste Folge. Okay, und zurück. Oh. Alter, ich kann da gar nicht so hochgehen. Du schaffst das. Leute, mach mit. Tom, du schaffst das. Tom. Also ich hab 6 gemacht. Ja, klar.
Also ich glaube, der Julian kann ja echt gut tanzen und ist ja so beweglich und dann so tschu und Drehung hin und her. Mhm. Aber so Kraft hat er keine, ne? Ja, muss er nicht. Das macht er durch Technik wieder weg. Weißt du, da bist einmal irgendwo über was herziehen, da hast du schon wieder irgendwo eine Ausrede für die Leute parat. Trainiert Füße auf dem Boden, Brust raus, leichtes Hohl raus. Das ist eine Katastrophe, mit dir über Leute herzuziehen. Echt, hast du schon keinen Bock mehr. Ja, hast du heute Nacht auf dem Tarzan-Kombi geschlafen? Ja, kann sein. Schultern nach hinten, 4 bis 8. 6. So. Füße bleiben auf dem Boden. Die waren die ganze Zeit da. Jim Julian is back. Was hast du denn für einen Nachnamen? Julian. Gains. Oh ja, Gains. Gooden Gains. Warte, was ist denn Gains? Was ist denn Gains? Was ist das Ding hier? Gooden Gains für den Bild. 6, alright. Noch nicht übertreiben, ja. Ey, also ich wäre viel zu dumm, das Video. 5. Boah, ist auch schon ein bisschen höheres Level. Hier hin, Brust raus. Ach jo. Hier halten. Ja, na klar. Irgendwann. Ja, na klar. So. Alter, bei den Blähungen, die ich immer hab, würde ich da keinen. Genau. Würde sich keiner in meine Nähe getrauen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Runter und halten. 10, 9, atmen. 6, 2, 1. Okay. Easy. So, jetzt zeigst du mal den Leuten, wie brutales Bauchtraining geht, ja? Füße berühren immer kurz hier. Hoch, ein. Weißt du, wie brutales Bauchtraining geht? Haba, 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 haba. Ja. Das ist brutales Bauch, aber richtig brutal. Ja, genau. Was der da macht, ist der Pipi. Pipi, das, ja. Das kriegt der gar nicht hin, in dem Maße. Der soll erstmal meine 25 Nudelsorten probieren. Hintereinander an einem Tag? Ja, klar. 2. Och, ja. 2. 3. 9. Hoch. 10. Oh. Das ist geil, das ist mega geil. Ist leid? Ja, jetzt läuft er nicht. 7. Alright, 13. Und dann direkt hier Curls for the Girls. Hier habe ich Girls gehört. Genau, schon da hinten Brust raus. Und Bizeps Curls. 4. 5. Bizeps bin ich so schwach. Bauch, Schulter, Bizeps. Komm, Ju. Julian Gang. Gut. Wir haben letztens mal beim Boxen nochmal meine Übung gemacht. Die war geil. Pass auf. Also ich bin ja jetzt Boxtraining, weißt du das? Mhm. Na egal. Auf jeden Fall Boxen, eine Liegestütze. Ja. Und ohne Gewichte einfach nur die Arme so hochheben. 4-mal. Ja? Mhm. So, dann 2 Liegestütze. Mhm. Und dann 8-mal das hochheben. Und das Ganze steigern jedes, also immer 4-fach so viel, die Arme einfach nur so hochheben, ohne Gewichte. Ja, ja. Und das bis 10 Liegestütze. Okay. Also erst ein Liegestütz, 4-mal. 2 Liegestütze, 8-mal. 3 Liegestütze, 12-mal und so weiter. Am Ende bist du völlig am Arsch. Also sowas von dem Arsch, das glaubst du gar nicht. Ohne Gewicht, du brauchst nichts zu haben, machst du den ganzen Käse, den sie da haben, brauchst du überhaupt nicht. Bei meinem Gewicht hätte ich nach der dritten Liegestütze schon die ersten Hirnblut. Könntest du meinen Blutdruck auf der Tankstelle messen, ja? Ja, genau. Seitheben. Das ist diese Stimme so witzig ist, warum wollte ich die eine in den Videos? Alrighty, und das hast du gerade eben gesehen hier bei dem Seitheben, was? Hat er Seitheben gesagt? Ja. Der Julian, weiß ja keiner weiß, dass Julian Bam bei uns im Radio ja den Schoki Banuki Trailer gesprochen hat. Ja, 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 stimmt. Ja, pass auf. Komm gleich Seitheben. Ja. Das Julian Gang. Gut. Also? Seitheben. Ja. Ja, der sagte immer Schoki Banuki. Ja, das war ja Julian Bam, ne? Das war ja kein anderer, ist ja klar. Ja, hallo. Das ist ganz schön, so witzig ist, warum wollte ich die eine in den Videos? Alrighty, und Biceps Curls. 1, genau. Merk, wenn du dich nach hinten lehnst, kannst du ein bisschen besser nach hinten ziehen. Ja! This gym life is heavy life. Die letzten 2 Übungen. Okay. So, vorne beugen, Brust leicht raus und dann vorgebeugte Seitheben machen. Die kennst du schon. 12, okay, gut, das reicht. Das ist eine halbe gesehen. Leg mal auf den Boden, jetzt nimmst du mal die 5er und hältst sie so, wie so hier Lenkrad. Jetzt bist du drauf. Ja!
So, stelle ich mich hier drauf und so. Aber es ist doch physikalisch. Soll er mal? Ich zeig's dir. Okay. Okay. So. Nein, ich weiß nicht. Ich zeig mir jetzt den Leuten, wie es geht. Ich weiß doch gar nicht. Und nein. Du bist gar nicht koordiniert. Boom, okay, gut. Du bist gar nicht koordiniert mit diesem nach hinten. Ja, bisschen minimal, ist aber gut. Hast du woran? Ja, im Bauch, aber nur. Ist ja auf dem Bauch. Irgendwann mache ich hier da 20 Kilo oben drauf. Der hat so ein Popo gebrannt oder was? Ja, das hat mich neulich mein Arzt gefragt. Vielen Dank, Jess. Was hat er dich gefragt? Hi. Wenn's beim Wasser lassen. So, ich hab noch keinen vorher dran gehalten. Ah, ja. Spaß gemacht. Wer kennt bei Jess Instagram mal abchecken oder hier auch bei Tom? Checkt mal auch mal Drew ab. Ich glaube, Drew hat nur 1000 Follower. Und dann auch einmal Goodian Gains für mehr Gains. Jetzt zieh ich mich so hoch. Das wäre crazy. Habe ich gerade einen abgedrückt? Ja, ich glaube schon. Ja, das war Julian Bam, entwickelt sich zu Julian Gaines. Das Video war so, ja, war so, so, so. Es gibt ja viele Leute, die irgendeinen Schwachsinns-Sportblog machen, ja, das ist eigentlich. Ja, genau. Ja, es war gut, war unterhaltsam. Also Sportblog bei Shoki Banoki ist... Ach, den habe ich gar nicht gesagt. Machen wir auch sowas? Bisschen individueller. Ah, ja, okay. Ja, genau. So. Ja. Also das ist ja immer so, dass beim Sportblog bei Shoki Banoki ist es ja so, dass da kein Trainer oder sowas dabei ist. Da ist ja dann der Julian Gaines, ist ja dann für sich selbst verantwortlich. Okay, der Julian Gaines... Julian Gaines? Julian Gaines im Sportblog von Shoki Banoki ist Autodidakt, das darf man nicht vergessen. Er muss es ja sich selbst beibringen. Nicht wie ein Rotztrainer da, irgendwas, nichts da. Ja. Aber ich konnte schon ganz viel lernen jetzt bei Julian Bam. Ganz viel lernen bedeutet, nicht so viel jammern. Hätte nur gejammert eigentlich die ganze Zeit, ne? Das kann am besten, ja. Aber ist ja ein Sympath, also von daher so ein Sympathieträger kann auch mal jammern, ist kein Thema. Das war Shoki Banoki Reaction Julian Bam bei seinem Julian Gaines Verwandlungskram da irgendwie. Ich sag zum Schluss, wie immer, Cheerio, Miss Sophie. Ich immer so an mit deinem scheiß Sport. Ja, und ich mach keinen Sport, ich mach einarmiges Reisen, das ist viel schwieriger, verstehst du? Einarmiges Reisen, das macht man abends in der Theke. Mit der Maß. Richtig, da kann man auch singen. Das ist da, wo die Gesangsbücher Henkel haben. Kennst du vielleicht. Genau, aber ich versuche ja wenigstens ein bisschen meinen Körper zu stehlen, nicht so wie du. Mein Körper ist gestört genug, was soll ich dem denn noch alles antun? Ach komm.